Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 20. Spieltag in der dritten Liga. Erstes Spiel im Jahr 2017 am Samstag um 14 Uhr. Heiko Herrlich, wie sieht es mit dem Personal aus als erste Frage, auch im neuen Jahr? Ja, sehr gut. Sind eigentlich fast alle gesund, außer die Langzeitverletzten Schalto und Paliones. Marcel Hofrath hat sich ja ein Muskelfaserriss zugezogen im ersten Freundschaftsspiel, fällt leider jetzt wieder die nächsten 3, 4 Wochen aus. Ja, aber sonst sind alle gesund. Ich habe gerade 22 Feldspieler plus 3 Torhüter immer auf dem Trainingsplatz. Also sind alle gesund und fit. Die Vorbereitung war jetzt kurz und knackig. Wie fällt dein Fazit aus? Seid ihr gerüstet für den Start dann am Samstag? Die Spieler haben ihre Hausaufgaben, die wir ihnen gegeben haben, für die Winterpause alle absolviert. Wir können ja heutzutage die Uhren auslesen, können genau schauen, ob die auch wirklich zu den Zeiten, die wir ihnen aufgeschrieben haben, gelaufen sind, ihre Herzfrequenzen auch eingehalten haben. Und die Laktattests waren, oder der Laktattest, beziehungsweise die Laktattests, wir hatten ja 4 Nachzügler, die krank waren oder verletzt waren noch. Die mussten dann 10 Tage später das noch absolvieren. Die waren eigentlich alle sehr gut. Und die Trainingsleistungen, damit bin ich eigentlich auch einverstanden und zufrieden. Und die Spielleistungen waren auch meistens gut. Die Ergebnisse, 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, hätten zum Teil auch höher ausfallen können. Wir sind ein bisschen fahrlässig mit unseren Chancenverwertungen. Mit unserer Chancenverwertung umgegangen, aber sonst waren die Leistungen eigentlich auf wirklich schwierigem Boden eigentlich sehr gut. Es hat keiner gemeckert, das habe ich am Anfang gesagt, dass man es einfach so hinnehmen muss und es akzeptieren muss. Und da haben sie gut mitgezogen. Wir haben wirklich größtenteils auf vereisten Kunstrasen trainiert und es hat sich auch keiner da weiter verletzt. Plus ist es natürlich wie immer so eine Vorbereitung. Kann gut laufen, kann weniger gut laufen. Entscheidend ist am Samstag das erste Spiel und es wird sicherlich anders laufen. Auf Rasen haben wir jetzt nur ein Spiel gehabt in der Vorbereitung gegen Liefering in Salzburg und gegen Rostock wird es ein anderes Spiel. Jetzt ist dieses Spiel, ist hinlänglich bekannt, ein Geisterspiel, also unter Ausschluss der Zuschauer. Beeinflusst es euch irgendwie in der Vorbereitung auf das Spiel und welchen Einfluss wird es deiner Meinung nach auf das Spiel an sich haben? Nein, in der Vorbereitung beeinflusst es uns jetzt nicht. Wir fliegen morgen früh oder fahren nach Nürnberg, fliegen dann nach Hamburg, dort holen uns den Bus ab, fahren dann weiter nach Rostock und werden dort morgen Nachmittag noch trainieren und werden uns genauso vorbereiten. Aber es ist nicht nur für Rostock ein Nachteil, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen, sondern auch für uns. Unsere Fans fehlen uns auch auswärts und das sollte sich der DFB vielleicht mal überlegen. Wenn man so Strafen ausspricht, ob man nicht auch einen Verein mitbestraft, der eigentlich dafür gar nichts kann. Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir gerade in Spielen wie gegen Osnabrück oder in Chemnitz vor vollem Haus, dass das für uns auch ein besonderer Ansporn ist, da dagegen zu halten und da zu bestehen. Da haben wir unsere Punkte geholt und eher in Spielen wie gegen Bremen oder Mainz, wo die Stadien leer waren, da hat uns so ein bisschen dieser Kick gefehlt. Und das ist ja auch ein Grund, dass man höher spielen will, weil die Stadien voll sind und wir werden da einfach mitbestraft. Also ich sehe es nicht optimal, aber das müssen wir so hinnehmen, das können wir nicht ändern. Und wir werden trotzdem versuchen, bestmöglichst vorbereitet zu sein und da was mitzunehmen. Am liebsten 3 Punkte. Unsere Fans können nicht direkt dabei sein, aber als Hinweis vielleicht an alle, die es eventuell noch nicht mitbekommen haben: Sie haben sich ein Alternativprogramm überlegt. Hier in der Continental-Arena wird es ein Public Viewing geben, oben im Business-Bereich. Und jeder, der 5 Euro Eintritt zahlt, die der Jahnschmiede zugutekommen, kann sich dort beteiligen. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Aktion, die dort ins Leben gerufen wurde. Das wäre es soweit von meiner Seite. Wird die Fragestellung dann an die Journalisten übergeben. Beginnen wir bei Jürgen Scharf. Herr Herrlich, ich würde eine Frage vorausstellen, um das abzuhandeln zu den ich sag mal, umwälzenden Ereignissen der vergangenen Woche. Herrlich, hat es die Stimmung in der Mannschaft in irgendeiner Form geprägt? Hatten Sie den Eindruck, dass man jetzt sagt, ja,
Eine gewisse Belastung entsteht dadurch für die Spieler auch. Also das Thema nervt mich. Das nervt mich richtig. Und ich habe den Spielern auch gesagt, sie sollen sich auf das Sportliche konzentrieren. Es wird der Mannschaft nicht gerecht. Sie haut sich da rein und die Mannschaft kann da nichts dafür. Wir konzentrieren uns aufs Sportliche und habe den Spielern gesagt, WM 2006, italienischer Fußball, in der Liga ein absoluter Skandal. Spiele sind verkauft und verschoben worden. Und die Spieler in Deutschland, die Italiener, haben sich zusammengerauft. Einige Mannschaften wie Juve sind zwangsabgestiegen in die zweite Liga und die haben sich halt zusammengetan. Die Nestas, Cannavaros, Buffons. Und haben gesagt, komm, wir wollen für sportlichen Erfolg stehen und für Ehrlichkeit und wollen Erfolg haben und haben damals auch den Weltmeistertitel geholt. Und so möchte ich einfach, dass sich unsere Spieler oder meine Spieler einfach auch auf das Sportliche konzentrieren, weil ich kann das und die Spieler können das auch nicht beurteilen, was da im Hintergrund passiert ist. Heißt es, Sie setzen sogar was auf so einen Jetzt-Erst-Recht-Effekt, rücken wir ihn dann zusammen? Ja, absolut. Ich denke, dass mal dieses Negative, was da im Hintergrund bisher schwirrt, wir können es ja gar nicht beurteilen oder fassen oder bewerten, einfach jetzt umdreht und dass die Leute sagen, komm, die funktionieren sportlich, die hauen sich rein, die spielen leidenschaftlich und am besten auch noch erfolgreich. Am Samstag in Rostock gibt es wieder mal ein Wiedersehen mit dem Ex-Trainer der Mannschaft, Christian Brand. Aber ohne das jetzt zu überstürzen, hat es ein Hinspiel bereits gegeben. Glauben Sie, dass das für die Mannschaft dennoch nur eine gewisse Extra-Motivation ist, Ihren ehemaligen Trainer wiederzusehen? Weiß ich nicht. Fußball ist eigentlich so schnelllebig. Ich glaube, die Jungs konzentrieren sich auf ihre Sache jetzt und das sind Nebensächlichkeiten. Das muss man einfach weg beiseite tun. Der Antrieb muss immer sein, man will mit seiner Mannschaft gewinnen, weil man die Lust am Gewinnen hat und nicht, weil man irgendeinem Ex-Trainer was zeigen möchte oder beweisen möchte. Das kann eigentlich kein Antrieb sein. Die Vorbereitungszeit, also die Länge, wurde gerade als kurz und knackig beschrieben. Sie haben dennoch 5 Testspiele vereinbart. Ist es etwas für Ihr eigenes Stil, wo Sie sagen, nein, ich will auch in dieser kurzen Zeit so viel spielen wie möglich, weil ich das einfach fürs bessere Training halte? Ja, es war ja so, dass ein Spiel auch noch ausgefallen ist gegen Fürth. Dafür haben wir ja noch das Spiel gegen Innsbruck nachgeschoben. Dann erstmal ging es darum, wir haben einen großen Kader, habe ich ja eingangs schon gesagt. Wir haben 22 Feldspieler plus 2 bzw. 3 Torhüter. Und mir war es einfach wichtig, dass wir anfangen mit Halbzeit, Halbzeit. Dann haben wir in dem vierten Spiel haben wir untereinander gespielt. 60 Minuten war auch ein gutes Tempo. Und da war es mir einfach wichtig, dass sich alle zumindest einmal 90 Minuten spielen lassen, ne? Um zu checken, ob wir da nochmal in der letzten Woche nacharbeiten müssen oder ob die wirklich die Kraft haben und das Tempo auf höchstem Niveau gehen können. Und in diesen Spielen sind sie das auf jeden Fall gegangen. Beide Mannschaften, beziehungsweise alle 20, 22 Spieler. Und wenn man jetzt mal sagt, wenn man von dem Münsterspiel ausgeht, war ja jetzt zum Beispiel gegen Budweis oder jetzt gegen Innsbruck, die Spieler auf dem Platz gestanden, die gegen Münster dahinter standen und haben beide Spiele gewonnen. Und das ist einfach, oder auch konnten auch das Tempo bis zum Schluss gehen. Und das ist einfach auch wichtig, dass wir da in der Breite auch die Qualität haben. Und deshalb war das so vorher geplant mit den Vielzahl der Spielen, weil das Laufprogramm haben sie ja während der Winterpause dann auch absolviert, beziehungsweise in der ersten Januarwoche in Eigenregie mit der Pulsur. Also auch die Häufigkeit der Testspiele absolut in Ihrem Ja, Sinne. natürlich Genau. war jetzt die ganze Zeit Schwerpunkt auf Spielform, ne? Einfach um da wieder reinzukommen. Bereits vor der Winterpause, also vor Beginn der Winterpause, haben Sie, ich sag mal, das nochmal erneuert, dass der Konkurrenzkampf weiterhin völlig offen ist, gerade jetzt in der Vorbereitung. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Also, wenn wir da einfach probieren dürfen zu bohren, im Tor ist der Philipp Hentke weiterhin gesetzt. Ja, ich möchte jetzt die Aufstellung für Samstag nicht rausgeben, aber es war ja schon zum Ende der Hinrunde,
klar, dass es enger geworden ist. Und ich nehme jetzt mal die letzten beiden Saisonspiele in Chemnitz. Hat der Benedikt Zaller ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir haben gewonnen dort 3-0. Und beim Heimspiel dann die Woche drauf habe ich ihn wirklich mit Bauchschmerzen dann draußen gelassen. Und er hat dann nicht gespielt. Und jetzt aber in der Vorbereitung haben sich viele Spieler gezeigt, auch gut gespielt und Tore gemacht. Und sind damit näher an die ersten Elf herangerückt. Ob das jetzt reicht für ein Startelf, für die Startelf am Samstag, das muss man sehen. Auf jeden Fall wissen die, dass Druck von hinten ist. Das zeigen ja allein auch die Ergebnisse. Wir haben ja jetzt nicht gegen irgendjemand gespielt. Das war ja von mir bewusst gemacht, gegen Innsbruck und Budweis, dass man da auch zeigen kann, dass das jetzt nicht irgendein Gegner ist, sondern dass man da auch ganz klar zeigen kann, man möchte in die ersten Elf. Und das, davon erhoffe ich uns natürlich, dass die Stammspieler dann noch mehr bereit sind zu geben, weil sie halt wissen, sie sind schnell austauschbar. Wir wollen auch gar nicht die Position abfragen, das wäre natürlich auch nervig für Sie. Du hast zwei, drei Sachen, die ja immer in der Debatte stehen, weil sie sehr interessant sind. Der Marvin Knoll, flexibel einsetzbar, Abwehr oder Mittelfeld, einer der überragenden Spieler, wenn nicht der überragende Spieler der Vorrunde. Wird er wieder in der Abwehr spielen oder jetzt im Mittelfeld? Auf jeden Verteidiger. Ali ist sehr gut, in einer sehr guten Verfassung. Aber es ist gut, dass er jetzt gesund ist und dass er jetzt die Vorbereitung beschwerdenfrei überstanden hat, auch die Spiele gemacht hat, auch über 90 Minuten gegangen ist. Aber das soll jetzt erstmal so bleiben und er wird am Samstag auf jeden Fall dabei sein, aber nicht von Beginn an spielen. Und das andere ganz vorne, auch was sehr Positives, der Marco Grüttner war der Mann der Stunde direkt vor der Winterpause. Hat er diese Form halten können und ist er wieder in der Startelf? Ja, er hat seine Leistung gebracht in den Vorbereitungsspielen, hat auch seine Tore gemacht, aber es hätten auch ein paar mehr sein können. Hat da auch das ein oder andere Ding versemmelt. Deshalb war es umso erfreulicher, dass Hüseni und Cies auch getroffen haben. Auch da ist es enger geworden. Aber Grüttner hat auch gerade noch die Nase vorne. Vielen Dank. Jürgen, gibt es da noch weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Ja. Dann nochmal der Hinweis, Samstag, wer sich das Spiel anschauen will, mit ein bisschen Stadionatmosphäre zumindest, dann hierher kommen und Heiko, euch dann auch vor leerer Kulisse trotzdem hoffentlich ein schönes Spiel mit einem Sieg und drei Punkten zum Start. Ja.